Corona ist vorbei. Es ist ein Fasching wie damals und das nicht nur in der Stadt, sondern natürlich auch am Land. Unter anderem darüber spreche ich nun mit meinem heutigen Studiogast, dem Jugendsprecher der oberösterreichischen Gemeinde Liebenau. Schönen guten Abend, Benedikt Mietmannsgruber. Hallo Herr Peter Klieren, ich bin der Benedikt Mietmannsgruber. Dankeschön. Ja, Sie kommen ja aus einem kleinen Ort im oberösterreichischen Mühlviertel. Wie schaut hier heuer der Fasching aus? Ist er wieder so wie vor der Pandemie? Wird sogar noch mehr gefeiert? Also für mich als alten Partylöwen ist das natürlich schon super, dass es jetzt wieder Faschingsgeschnas im Vorheim gibt. Die letzten 2 Jahre haben wir beim Schwänzberger Sepp in der Garage gefeiert. Das ist kaum aufgefallen. Wir haben nämlich gesagt, das ist ein Licht ins Dunkelgala. Aha. Ich war jetzt das letzte Mal vor 3 Jahren am Faschingsgeschnas im Vorheim. Also damals war ich noch voll der Loser, nicht so ein cooler, lässiger Typ wie heute. Und wie ich hingekommen bin, haben wir dann alle voll ausgelacht. Einer hat dann zu mir gesagt, ha, 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 was macht denn der Loser da? Der hat sicher noch nie in seinem ganzen Leben Sex gehabt. Das war das größte Arschloch im ganzen Ort. Unser Pfarrer. Ah, gut, wenn wir schon beim Thema fortgehen sind. In Oberösterreich ist der Jugendschutz ja besonders streng. In dieser Woche ist bekannt geworden, dass Oberösterreich das Rauchen für unter 18-Jährige überhaupt verbieten will. Ich meine, welche Auswirkungen hätte das? Ah, das hätte sehr gravierende Auswirkungen. Also erst vor 2 Wochen hat unser Bürgermeister einen neuen Zigarettenautomaten eingeweiht. Also beim Eingang von der Volksschule. Von der gesunden Gemeinde gesponsert worden. Mhm. Und vom Gemeindearzt, vom Schwänzberger Sepp. Mhm. Jetzt müssen sie die Kinder im Werkunterricht die Zigaretten wieder selber tragen. Gut, am Dienstag war ja auch Valentinstag. Darf ich Sie fragen, was Ihnen Ihre Freundin geschenkt hat? Sehr gerne, Herr Peter Klieren. Meine Freundin hat mir ein Pferd geschenkt, der Klassiker. Ich habe das Pferd Erfolgswelle getauft, damit ich endlich mal auf einer Erfolgswelle reiten kann. Ja. Oberösterreich startet erst jetzt in die Semesterferien. Ist Skiurlaub, Skifahren bei den Jugendlichen am Land überhaupt noch ein Thema? Nein, also Skifahren ist bei der Generation Z, wie man es bei uns im Mühlviertel nennt, nicht mehr so beliebt. Vor allem, weil es sehr klimaschädlich ist. Ich selbst verzichte in der Semesterferien auch komplett auf Skifahren. Stattdessen fliege ich für 2 Wochen nach Bali. Auf ein Yoga-Retreat. Das haben wir verdient. Sie haben das Klima bereits angesprochen. Ja, die Klimakleber derzeit ein großes Thema. In Wien hat es in dieser Woche wieder viele Aktionen gegeben. Wie ist das am Land? Gibt es da auch Klimakleber und unterstützen Sie das? Ja, der Schwänzberger Johannes, der hat sich jetzt vor ein paar Tagen am Güterweg zwischen Langschlag und Karlstift angeklebt. Aber er hat nach 3 Tagen aufgegeben. Es ist einfach kein Auto dahergekommen. Nur 2-mal der Schneepflug. Oder vor ein paar Tagen, da hat ein Jugendlicher im Gemeindeamt da Gemälde angeschüttet mit Prahlfetten. Da war unser Bürgermeister dann schon gescheit grantig, weil es war ein Originalgemälde von Adolf Hitler. Gut, dann vielen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne. Benedikt Mietmannsgruber.